Einstieg in diese Thematik, das Stundengebet, nicht nur zu beten, das ist ja eigentlich das Wichtigste, aber vielleicht das auch ein wenig einordnen zu können, gerade was bestimmte Psalmen angeht. Er kommt heute nochmal zu Wort, aber in seinen schönen Katechesen am Mittwoch hat Papst Benedikt gesagt, ich möchte also erneut an euch alle die Aufforderung aussprechen, mit dem Psalmen zu beten. Vielleicht, indem ihr euch angewöhnt, das Stundengebet der Kirche zu beten, laudes, vesper, komplett. Und unsere Beziehung zu Gott wird so auf dem täglichen Weg zu ihm nur bereichert und mit größerer Freude und größerem Vertrauen verwirklicht werden können. Das ist eigentlich das Ziel unserer Katechesen, das, was Papst Benedikt da ausgedrückt hat. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir, wie wir das in der Quadragesima vor Ostern schon gemacht haben, uns einige Psalmen heranzoomen, sie ein bisschen genauer anschauen, weil sie uns einfach ständig begleiten. Wir haben das mit Psalm 95, der uns jeden Morgen sozusagen in das Gotteslob hineinführt, gemacht, mit Psalm 51. Und wir wollen das mit den messianischen, mit den sogenannten messianischen Psalmen tun. Und zwar angefangen mit dem, der am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird, Psalm 110, nach der hebräischen Zählung oder nach der griechisch-lateinischen 109. Also nicht, dass man da verwirrt ist. In der ganzen Kirche außerhalb des deutschsprachigen Raumes wird nach der klassischen lateinisch-griechischen Zählung gezählt. Nur die Deutschen sind ja immer was Besonderes und wollen es besonders korrekt, politisch auch korrekt machen und nehmen die hebräische Zählung. Das Ergebnis ist ein ziemliches Durcheinander. Gerade wenn man in Kommentaren oder sonst irgendwo nach den Zahlennummern sucht und man sucht eine bestimmte Belegstelle, muss man Acht geben. Manchmal steht eben 109 oder 110 bei unserem Psalm. In dem großen Psalmenkommentar von Hans-Joachim Kraus steht der Satz, kein Psalm hat in der Forschung so viele Hypothesen und Diskussionen ausgelöst wie der 110. Psalm. Und man müsste gleich dazu sagen, Papst Benedikt deutet das in seiner Katechese auch an, kein Psalm hat die Kirchenväter so sehr beschäftigt wie der 110. Psalm. Ich weiß nicht, ob man das so direkt gegeneinander, jedenfalls hat er sich sehr beschäftigt. Nicht nur aufgrund bestimmter, mit diesen 7 Versen, die er nur hat, mit manch dunkler Aussage, die sich nicht ohne weiteres erschließt. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass aufgrund der Rezeption und des Verständnisses dieses Psalms er in der klassischen Ordnung des Stundengebetes, die man ja auch ein bisschen vermurkst hat jetzt nach der letzten Reform, zumindest hier bei uns auch, dass kaum ein Psalm so oft vorkommt. An den Sonntagen, an den Herrenfesten, überhaupt an den Festtagen. Wird in der Regel in der Vesper, in der zweiten meistens, wird der Psalm 110 gesungen. Und zwar zur Gänze gesungen, klassisch, und nicht verstümmelt, wie er in der Liturgia Horarum jetzt steht, wo man einfach einige Verse weggelassen hat. Also man sieht schon das Umstrittene dieses Psalms, dass er in der neuen Ordnung fast nur zur Hälfte steht. Da sieht man schon, dass nicht alles, was in diesem Psalm steht, offenbar unumstritten ist. Aber wie diesen Psalm verstehen, dass man ihn ganz ausfallen lässt, das hat man sich dann doch nicht getraut. Dafür ist die Wucht der Bedeutung dieses Psalms zu groß. Ich muss den Text, denke ich, jetzt nicht nochmal vorlesen. Wenn Sie das Blatt vor sich haben, haben Sie diesen Text ja, zwar den, der uns vertraut ist, aus der Münster-Schwarzacher Übersetzung, auf der linken Seite, und rechts ist eine sehr wörtliche Übersetzung nach dem hebräischen Text. Ich gehe darauf nachher noch kurz ein, aus dem Psalmenkommentar von Erich Zenger. Kann man diesem Psalm, der sich da in der Sammlung der Psalmen findet, so fragt Kraus in seinem Kommentar, kann man diesen Psalm als messianische Weissagung verstehen? So wie ihn die Tradition eigentlich immer verstanden hat und deshalb auch ihm solche Hochschätzungen entgegengebracht hat. Sonst hätte er nicht eine solche Wirkgeschichte gehabt und bis in die Liturgie hinein eine Bedeutung. Die Frage ist in der Geschichte der kirchlichen Bibelauslegung, so Kraus, mit dem Hinweis auf die besonders zahlreichen Zitate im Neuen Testament mit einem eindeutigen Ja beantwortet worden.
Als man jedoch in neuerer Zeit, und damit ist so Mitte des letzten Jahrhunderts gemeint, als man jedoch in neuerer Zeit den Psalm im Lichte religionsgeschichtlicher und formgeschichtlicher Forschungen interpretierte, wurde der herkömmlichen Exegese, also wir wollen uns kurz in Erinnerung rufen, die 1700-800 Jahre alt ist und gepflegt wurde, eine schroffe Zurückweisung erteilt. So schreibt ein Kommentator: Alle diese Motive, die in diesem Psalm vorkommen, lassen sich vom regierenden König verstehen. Und sie müssen auf den regierenden König bezogen werden, nicht auf den Messias. Weil der Sänger seinem königlichen Herrn die Herrschaft über die Völker in einer Weissagung verkündet. Den Messias feiert man als den geweissagten Weltkönig selbst, aber man gibt ihm keine Verheißungen, die erst in der Zukunft eingelöst werden. Diese Kritik, so Kraus, die in ähnlicher Form in vielen neueren Kommentaren sich äußert, zeichnet sich durch zwei Eigentümlichkeiten aus. Erstens durch die kategorische Erklärung, es handelt sich im Psalm 110 um den regierenden König, also den in Jerusalem. Zweitens durch die Zurückweisung eines übergeschichtlichen Messiasverständnisses, das in der kirchlichen Auslegungstradition maßgebend war. Das ist genau der Punkt. Diese neue Hermeneutik, die man da auch auf alle Psalmen eigentlich gelegt hat, aber hier wird es besonders deutlich, die dazu führt, zu dem, vielleicht erinnern Sie sich an das Zitat von Trevermann beim letzten Mal aus dem Kleriker. Warum soll eine Krankenschwester, die auf der Station Dienst getan hat, abends ein Buch aufschlagen und altorientalische Königslieder singen? Berechtigte Frage, oder? Was soll die mit einem Gedicht aus dem vorderen Orient, das 3000 Jahre alt ist? Nichts soll sie damit, unter diesem Aspekt. Wenn es in diesem Psalm nur um den regierenden König geht, der Kraus versucht in seiner Auslegung einen Mittelweg, indem er sagt, diese Kunde, die im Psalm angesprochen wird, wiewohl sie in voller Kraft dem alttestamentlichen Regenten gilt, ist offen hin zu einer letzten Erfüllung. Der Ausleger ist also gehalten, seinen Blick nicht in der Welt der Motivursprünge haften zu lassen, nicht im Kultischen und im Historischen zu verharren, sondern auch das Erfüllungsträchtige zu erkennen. Deshalb steht der Psalm im Stundengebet. Nicht als altorientalisches Königslied, nicht als Lied der Inthronisation des Königs in Jerusalem, bestimmte Traditionen aufnehmend, dass der König an die Seite Gottes gestellt wird, an die rechte Seite, also diese, die Ehrenseite, dass die Jerusalem-Tradition der alten Jebusiter-Festung mit dem Namen Melchisedek aufgegriffen wird. Wenn man sich darin verliert, nur unter historischem Aspekt, verfehlt man wohl den Psalm. Denn es gibt im Judentum genügend Beispiele dafür, wie sehr man auch um diesen Text kreist und um seine Bedeutung ringt. Das ist kein genuin christliches Phänomen, aber bei uns spielt es natürlich eine besondere Rolle. Emiliana Löhr, diese hochgebildete Frau, Benediktinerin aus Herstelle, schreibt in ihrem Buch Das Herrenjahr, Ich muss einen kurzen Ausritt machen. Wenn man dieses Buch liest, dann muss man nicht unbedingt jetzt sozusagen Freund der alten Liturgie oder der tridentinischen Liturgie sein. Es geht nicht um die tridentinische Liturgie, aber was man in diesem Buch, wenn man das liest, erkennt, wie diese Frau dieses Kunstwerk, was die Texte, die Gesänge der Messe und die Lesungstexte, wie die ineinander verflochten waren, wie das ein Kunstwerk war, wie ein großer, wunderbarer Teppich. Ein Gesamtkunstwerk. Material, das Erscheinungsbild, wie es zusammengefügt ist. Und jetzt haben wir zwar noch das Material, was haben wir noch? Das legen wir zwar meistens an die Seite, das legen wir in so Schachteln ins Regal irgendwie gestapelt und weißt, oh, da sind ganz wertvolle Sachen drin. Den Teppich haben wir aber auseinandergenommen. Wir haben den mit Methoden zerpflückt, wie wenn Sie, ich glaube, ein Teppich ist besonders wertvoll, wenn er viele Knoten hat, oder? Ist so.
Oder? Wissen Sie? Doch, ne? Ist so. Also man hat die ganzen Knoten aufgemacht, man hat das Material untersucht und gesagt, ja, es ist wirklich Seide, so und so viele Knoten sind das. Es war ein ganz tolles Gewebe und es hat ein ganz tolles Muster. Es waren ganz tolle Leute, die das gekonnt haben. Aber jetzt haben wir nur noch Fäden und das Gerippe. Mehr haben wir nicht mehr. Man kann ein solches Buch wie das von Löhr, das Herrenjahr, nicht mehr schreiben, weil es das Gesamtkunstwerk, das dieses Buch beschreibt, nicht mehr gibt. Wer von uns, etwa hier von den einigen Anwesenden, hat jemals zu Beginn der Mitternachtsmesse den richtigen Introitus an Weihnachten gehört? Tecum Principium aus Psalm 2. Schon mal? Nee. Oder? Nee, Heiligste Nacht oder sowas. Das sind alles, das ist nett und gut und volksfromm, aber gehört eigentlich nicht zum Kunstwerk. Das ist ein Fleck auf dem Teppich, auf diesem Kunstwerk. Denn was diese Frau beschreibt, was unseren Psalm angeht, 110, damit kommen wir zu unserem Thema zurück. Psalm 110 stellt die Communio der ersten Weihnachtsmesse. Und damit wird auch deutlich, worum es geht. Der Zuruf an den König am Tag seiner Macht, da er die Herrschaft antritt und den Thron besteigt, da Gott selber Mensch wird an diesem Tag. Das prophetische Pneuma, so Emiliana Löhr, hat dieses Lied zur Weissagung auf den kommenden Gottessohn und wahren Herrn der Welt geweiht. Als Königspsalm Christi singt es die Kirche. Und es hat ein zweifaches Verständnis. Es ist interessant, dass Hans-Joachim Krauss in seinem Psalmenkommentar als guter Protestant, der er ist, sagt, merkwürdig, dass es keine Wirkgeschichte in der kirchlichen Rezeption gab für diesen Anfangsvers. Aus dem Schoß der Morgenröte, da müssen wir gleich noch auf den Übersetzungsunterschied eingehen, wie den Tau aus dem Schoß des Morgenrots habe ich dich gezeugt. Natürlich hat das eine Wirkgeschichte in der Liturgie. Man singt das in der Weihnachtsmesse. Aber es ist zugleich, ja, wir singen ja nicht immer einen Weihnachtspsalm sozusagen in jeder Sonntagsvesper oder in jeder Festtagsvesper. Es ist auch ein österlicher Gedanke. Das ist das, wo sich beides trifft. Deshalb Odo Kasel, der immer im Hintergrund dieser Frauen auch stand, gerade von der Stelle, immer sagen konnte, das Mysterium ist immer ganz. Dieses Gezeugtwerden in der Frühe hat beides. Es hat das Weihnachtsmoment der Menschwerdung, aber auch die Neugeburt aus dem Grabe. Wir beten in der Vigil, wenn sich einige vielleicht erinnern, eine Oration, eine Psalmenkollekte in der Vigil der Osterzeit, die zunächst etwas verstörend ist, weil sie immer auf die Geburt aus der Jungfrau abhebt. Und das eher betont und dann erst den nächsten Schritt tut, wie aus dem unberührten Mutterschoß, so wird aus dem unberührten Grab der Gottessohn geboren, endgültig geboren, zum Herrn dieser Welt, zum Priesterkönig, von dem der Psalm erzählt. Unser Psalm kommt sehr oft im Neuen Testament vor, wie kein anderes Wort des Alten Testamentes. Es gibt eine ganze Stelle, eine Kontroverse, wo die Schriftgelehrten sozusagen Jesus aufs Eis führen wollen. Sie haben es nicht auf dem Blatt. Es gibt die Parallelstellen, aber ich lese einmal die Markus-Stelle. Markus 12 ist das. Als Jesus im Tempel lehrte, sagte er, wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Messias sei der Sohn Davids? Deine Frage. Wir haben ja diese Bezeichnung auch. Hosanna, dem Sohne Davids. Wir singen das am Palmsonntag. Jesus stellt die Frage, wie kann man das sagen? Denn David hat vom Heiligen Geist erfüllt selbst gesagt, steht als Überschrift in unserem Psalm, von David ein Psalm. Also David sagt selber, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde unter die Füße.
David selber nennt ihn also Herr. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Da merkt man plötzlich das Potenzial, das darin steckt und das diesen Psalm im Grunde genommen so übervoll sein lässt. Das klingt zunächst wie so ein kleines Sprachspiel. Ja. Also, David ist nicht der Herr, der zu seinem Sohn sagt, das muss ein Höherer sein. Deshalb ist der Messias der Sohn des Höchsten. Das kommt ja auch dann vor, wenn wir den Text anschauen, der vom Sitzen zur Rechten Gottes spricht. Wir schlagen es mal eben kurz nach. In der Matthäus-Passion. Auf die Frage hin, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Also als sich vor dem Hohen Priester und vor dem Hohen Rat alles sozusagen zusammenzieht, konterkariert auf diese eine Frage hin, um die sich ja immer alles gedreht hat. Jesus antwortete, du hast es gesagt, doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Das sind zwei Bilder aus dem Propheten Daniel und aus Psalm 110. Das ist Jesu Selbstverständnis. Indem er selber diesen Psalm auf sich bezieht. Deshalb merken wir schon, dass diese Auslegung, einfach zu sagen, dieser Psalm erschöpft sich in der konkreten alttestamentlichen Situation, ziemlich holprig ist. Er kann sich darin nicht erschöpfen. Das hängt auch immer damit, wir stellen uns immer so etwas Großartiges vor, wenn wir David hören oder haben sogar noch irgendwie den entsprechenden Hollywood-Film gesehen, dann stellen wir uns immer irgendwas Großartiges vor. Das ist ja alles winzig. Das ist ja so biblisches Mimikry, auch wenn das für uns theologisch von so großer Bedeutung ist. Das ist mini, 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 mini. Das Königreich Juda und Israel. Es ist historisch umstritten, ob David überhaupt über dieses Großreich war, aber König über dieses Großreich war. Aber es ist mini. Es ist ein Stammesfürst irgendwie. Das schmälert die Bedeutung des David nicht, aber wir dürfen uns jetzt nicht so ein Riesending vorstellen. Der herodianische Tempel, der später ein Weltwunder sein wird, ist eben höchstens von einem Halbjuden, der dann von Roms Gnaden König ist. Das ist eine andere Bedeutung. Das, was wir heute an Ausmaßen sehen, das hat mit dem salomonischen Tempel überhaupt nichts zu tun. Sehr, sehr winzig. Und dass sich dann die Wucht eines solchen Textes in so einer Dorfhütte, da war wahrscheinlich nicht viel mehr, der erste Tempel, dass sich das darin, mag sie noch so kostbar gewesen sein, dass sich das darin erschöpft, ist schwer zu verstehen. Ist zumindest, wenn man das vergleicht, schwerer zu verstehen, als wenn das noch einen, sozusagen, wenn das noch eben, wie Krauss das sagt, auf seine, ein Erfüllungspotenzial hat. Wir haben das in der Pfingstpredigt. Petrus zitiert diesen Psalm in seiner Pfingstpredigt, um die Auferstehung zu erklären. Wir haben diese Anspielung auf dem Psalm beim Martyrium des Stephanus. Ich sehe den Himmel offen und zur Rechten Gottes Christus. Das ist alles Psalm 110. Wir haben das im Römerbrief im 8. Kapitel, im Epheser im 1. und natürlich dann im Hebräerbrief, der eingehend auf diesen Psalm eingeht. Wir haben das schon mal kennengelernt bei Psalm 95. Und zwar kommt der zweite Teil dann in den Blick, wenn es nicht nur um die Stellung des Königs als Königs geht, sondern auch des Königs als Priester geht. In dieser merkwürdigen Figur aus Genesis 14, dieser König von Salem, Melchisedek, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Darauf zielt der Hebräerbrief auch ab, wir kommen da gleich noch drauf. Der König aus dem Nichts, der dem siegreichen Abraham, der Lot gerade aus einer schwierigen Situation befreit hat durch einen kleinen Krieg,
ihm Brot und Wein offeriert. Da ist natürlich, da gehen bei uns natürlich alle Alarmsachen an. Priester, Brot und Wein, der Melchisedek, der ohne Vorfahren ist, der keine Ahnen hat, der also nicht Priester ist, wie das im Alten Testament ist, weil er zum Stamm Levi gehört, die Leviten, sondern nach der Art des Melchisedek ist dieser König Priester. So Jesus auch. Nicht, weil er aus dem Stamm Levi kommt, weil er in dieser Reihe steht, sondern weil Gott ihn dazu macht. Das ist das Verständnis des Psalms. Schauen wir kurz in den Aufbau, den Sie auf dem Blatt haben.